Begleiten Sie uns auf einer interessanten Reise durch schöne afrikanische Landschaften auf den Spuren eines berühmten Mannes. Unsere Spurensuche beginnt in der Kalahari-Wüste, in der es heiß und trocken, so wüst aber nicht ist. 1841 erreicht der Arzt und Missionar Dr. David Livingstone mit einem Ochsengespann von Kapstadt aus den Südrand der Kalahari. Er beginnt dort mit seiner Missionarstätigkeit. In sein Tagebuch schreibt er: Die ganze Strecke vom Oranjefluss im Süden bis zum Gami-See im Norden wird Wüste genannt, weil sie kein fließendes Wasser und nur sehr wenige Brunnen enthält. Dieser Landstrich entbehrt aber keineswegs des Pflanzenwuchses und der Bewohner, denn er ist mit Gras und einer großen Menge Schlingpflanzen bedeckt. Er weist außerdem auch Gebüsch und sogar Bäume auf. Ungeheure Herden Antilopen, welche wenig oder kein Wasser benötigen, schweifen über pfadlose Ebenen dahin. Der afrikanische Kontinent ist zu dieser Zeit noch kaum erforscht. Livingstone, an allem Unbekannten interessiert, unternimmt erste Reisen durch die Kalahari. Er kommt in ein Dorf, in dem Löwen mehrfach Haustiere rissen. Die verängstigten Einwohner glauben, sie seien verhext. Um den Aberglauben im Keim zu ersticken, will Livingstone eines der Tiere töten, um damit die anderen zu vertreiben. An einem Gebüsch entdeckt er Löwen. Er verletzt einen mit zwei Kugeln. Der greift ihn sofort an. Er packt mich im Sprunge an der Schulter. Dann schüttelt er mich. Das versetzt mich in einen träumerischen Zustand, worin ich weder Schreck noch Schmerz verspüre. Ein Jagdbegleiter feuert auf den Löwen und der lässt von Livingstone ab. Das Tier hat mir nicht nur den Knochen des Oberarms zu Splittern zermalmt, sondern auch 11 Zahnwunden hinterlassen. Livingstones Oberarmknochen entdecken wir in einem Museum in Sambia. Er weist noch die Verletzungszeichen auf. Um die schwere Bisswunde zu kurieren, begibt sich Livingstone in die Missionsstation nach Kuruman. Kuruman liegt in Südafrika am Rande der Kalahari. Ein kleiner Ort mit einer großen Überraschung: dem blauen Auge von Kuruman. Eine ergiebige Quelle, die man hier, nahe der Wüstenregion, nicht erwartet. Die Missionsstation liegt etwas außerhalb. Livingstone wird von der Tochter des evangelischen Missionars Moffat gepflegt. Unter diesem Baum macht er ihr einen Heiratsantrag. Die Hochzeit findet in der Missionskirche statt. Danach ist Livingstone mehrere Jahre dort tätig. Aber das Fernweh hat ihn gepackt. Getrieben vom Wunsch, Land und Leute kennenzulernen, unternimmt er immer ausgedehntere Touren. Auf seinen Reisen kommt er bis in den Norden des Bechuana-Landes, dem heutigen Botswana, und an den Sambesi. Vom Sambesi aus bricht Livingstone auch zu seiner ersten großen Expedition auf. Sie führt ihn westwärts bis nach Angola an den Atlantik.
Erst 2 Jahre später ist er wieder zurück am Sambesi und geht gleich weiter bis nach Mosambik an den Indischen Ozean. Die Afrika-Durchquerung macht ihn schlagartig berühmt, zumal er dabei die Victoria-Fälle entdeckt. Dazu schreibt er im November 1855: Es ist jetzt niedriger Wasserstand am Sambesi, aber, soweit ich das beurteilen kann, ist der Strom am Rande der Fälle 1000 Meter breit. Die Wassermassen scheinen sich in der Erde zu verlieren. Als ich voll Scheu an den Rand der Fälle krieche, sehe ich in einen großen Spalt, der von einem Ufer des Sambesi bis zum anderen reicht. Die Fälle sind nichts weiter als ein langer, tiefer Riss im harten Basaltfelsen, in den der Sambesi 100 Meter tief hinabstürzt. Durch das Aufschlagen des herabstürzenden Wassers entstehen weithin sichtbare Dunstsäulen. Die Eingeborenen nennen deswegen die Fälle Mosi Uatunya, Rauch, der donnert. Die ganze Szene ist außerordentlich schön. Während meines Besuches blühen mehrere Bäume. Jeder hat seine eigene Physiognomie. Besonders der über alle erhabene, große, starke Baobab. Wir folgen dem Weg durch den Regenwald und stehen plötzlich vor ihm. Entschlossenen Blicks schreitet Dr. David Livingstone direkt auf die von ihm benannten Victoria-Fälle zu. Sansibar, fruchtbare Insel im Indischen Ozean mit weißen, palmenbewachsenen Sandstränden. Wir erleben heitere, freundliche Einwohner. Die renovierungsbedürftigen Häuser spiegeln noch Glanz und Reichtum des ehemals bedeutenden Handelsplatzes wider. Livingstone trifft hier im Januar 1866 ein. Im Auftrag der britischen Royal Geographic Society soll er das Rätsel der Nilquellen lösen, nach denen schon Griechen und Römer vergeblich forschten. Er will seine neue Mission auch nutzen, um den blühenden Sklavenhandel Ostafrikas anzuprangern, denn in Europa meint man, die Sklaverei sei längst abgeschafft. Nicht weit vom Markt gibt es unter diesem einst herrschaftlichen Haus ein kleines, dunkles Verlies. Jeweils 100 angekettete Sklaven wurden hier vor ihrem Verkauf zusammengepfercht. Beim Besuch des Sklavenmarktes sehe ich etwa 300 Sklaven. Alle scheinen Scham darüber zu empfinden, wie das Vieh zum Verkauf ausgestellt zu werden. Während er seine Expedition zusammenstellt, lebt Livingstone in diesem Haus. Die vergangenen 135 Jahre haben es kaum verändert. Sansibar ist eine grüne Insel. Hier gedeihen viele Früchte, fast alle Gewürze dieser Erde, mit denen ein schwunghafter Handel betrieben wird, und Kokospalmen. Livingstone schreibt in sein Tagebuch: Gewürznelkenbäume und Kokosnusswälder verleihen der ganzen Natur das üppige Aussehen einer Südseeinsel. Aber der Gestank, welcher von der offenen Seeküste aufsteigt, wo aller Unrat aus der Stadt abgelagert wird, ist wahrhaft schrecklich. Dieser Platz sollte nicht Sansibar, sondern Stinkibar heißen. Zeittypisch verlassen wir Sansibar mit hoher Geschwindigkeit auf einem Kufenboot. Livingstone schifft sich mit 36 einheimischen Trägern auf der Penguin ein. Er reist entlang der Küste nach Süden, gefolgt von einer Dhow, auf der er Kamele, Büffel, Maultiere und Esel mitführt. Nördlich der Mündung des Rovuma-Flusses lässt er ausbooten.
Zunächst entlang des Rovuma-Flusses, dann querfeldein, erreicht er auf entbehrungsreichem Fußmarsch nach 5 Monaten den Nyassa-See, heute Malawi-See genannt. Livingston kennt den See bereits. Schon auf seiner 2. großen Afrika-Expedition hat er ihn als erster Europäer gesehen und beschrieben. Ich betrete das Ufer des Sees mit einem Gefühl des Dankes. Mir ist zumute, als sei ich in eine alte, geliebte Heimat zurückgekehrt. Welcher Genuss, wieder in dem köstlichen Wasser zu baden und das Brausen des Sees zu hören. Aber ich schäme mich der weißen Haut. Sie erscheint unnatürlich wie gebleichter Sellerie oder weiße Mäuse. Eine Fahrt im Mokoro, Livingston nennt die Boote zutreffend Baumkähne, ist gewöhnungsbedürftig. Der Kahn ist aus einem Stamm gearbeitet, schmal, fast immer mit etwas Wasser gefüllt und hat keinen Kiel. Unsicher balancierend hockt man auf dem Bootsrand und nur ein guter Gleichgewichtssinn verhindert das Kentern. Stets neugierig und ständig auf der Spurensuche Livingstons unternehmen wir eine Fahrt mit dem Motorboot auf den Schiere. Der Fluss entspringt aus dem Südteil des Malawisees und mündet in den Sambesi. Schon während seiner 2. großen Afrika-Reise der Sambesi-Expedition erkundet Livingston den Schiere und kartografiert ihn als erster. Seine Frau, die ihn begleitet, erkrankt während der Expedition an Malaria und stirbt. Als der Motor unseres Bootes streikt, wird uns klar, warum es mit 2 Antriebsmaschinen ausgestattet ist. Nach stundenlanger einsamer Fahrt auf dem Fluss hätten wir sonst jetzt ein Problem. Unsere Bootsführer nutzen den Ausflug zum Einkauf ihres Abendessens. Hier gibt es Tiger- und Katzenfische, Karpfen und Barsche. Dieser heißt Jumbo und ist der schmackhafteste. Die Fische werden geangelt oder mit Wurfnetzen gefangen. Vom Baumkahn aus erfordert es Geschick und sicheres Standvermögen. Schiere und Teile des Malawisees sind heute überfischt. Netze in den Flussmündungen hindern außerdem einige Fischarten daran, ihre Laichplätze flussaufwärts zu erreichen. Deswegen sind die Fangergebnisse gering. Vom Schiere fahren wir zum Südufer des Malawisees. Noch nie habe ich in Afrika eine so dichte Bevölkerung gesehen wie an den Ufern des Nyassa-Sees. Im südlichen Teil gibt es eine fast ununterbrochene Kette von Dörfern. Das einzige Werkzeug der hiesigen Landwirtschaft ist die Hacke. Der Pflug ist gänzlich unbekannt. Neben Fischen und Feldfrüchten werden Basterzeugnisse verkauft und auch gleich nebenan unter dem Baobab am Straßenrand hergestellt. Ich habe das nicht.
Viel Bevölkerung. Aber auch einsame, schöne Buchten finden wir am Cape McLear, so genannt von David Livingston nach einem Freund. Die glühenden Sonnenuntergänge am Cape sind berühmt. In ihrem großen hölzernen Mörser zerstößt die alte Frau Maniokwurzeln, auch Cassava genannt, zu Mehl. Obwohl von geringem Nährwert, ist es eines der Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung. Das Mehl wird getrocknet und zu Brot oder Kuchen weiterverarbeitet. Ableger der Cassava-Pflanze werden in den Boden gesteckt und wachsen zu Büschen heran. Das Mehl wird aus den Wurzelknollen gewonnen, die geschält werden. Daraus wird ein essbarer Brei zubereitet. Ich weiß, dass eine Sorte Maniok giftig ist. Aber durch sorgfältiges Kochen in Wasser, das abgegossen werden muss, wird das Gift herausgezogen und der Maniok zum Essen tauglich gemacht. In Malawi sind Verkehrs- und Transportmittel noch oft traditionell. Auch Dr. Livingston reitet auf seinen ersten Reisen mehrfach auf einem Ochsen. Unsere Safari im Land Rover ist zwar viel bequemer, aber nicht immer einfach. Infolge Hochwassers ist eine Brücke eingebrochen. Die wenigen einheimischen Fahrer zog es magisch in den Abgrund. Und die Passage ist schwierig. Weiter nördlich am See sind wir im Kotakota Game Reserve zu Fuß unterwegs. Der Bua-Fluss führt schlammiges Hochwasser und scheint unpassierbar. Dr. Livingston überquert ihn zweimal. Er legt in diesem schwierigen Gelände 20 Kilometer am Tag zurück. Eine enorme Leistung. Livingston leidet unter der Erkenntnis, dass ich, indem ich das Land öffne, durch welches vorher kein Europäer zu ziehen wagte, zum Werkzeug der Ausdehnung des Sklavenhandels werde. Unter diesem wilden Feigenbaum trifft er auf seiner zweiten Afrika-Expedition den Häuptling Jumbe und versucht, ihn vom Sklavenhandel abzubringen. Kurz zuvor kann Livingston Sklaven befreien. Der Sklaventrupp besteht aus einem langen Zug gefesselter Männer, Frauen und Kinder. Die schwarzen Treiber, mit Musketen bewaffnet, marschieren lustig an der Spitze und am Ende des Zuges. Als die Kerle mich sehen, stürzen sie wie toll in den Wald hinein. Bald bin ich eifrig dabei, Frauen und Kinder loszuschneiden. Schwierig ist es bei den Männern. Jeder hat seinen Hals in der Gabel eines starken Stockes, der mit einem quer über die Kehle liegenden Eisenstab vernietet ist.
Ein Mann wurde am Tag zuvor mit der Axt erschlagen, weil er vor Müdigkeit zusammengebrochen war. Nach 2 Monaten verlässt Livingston den Malawisee, durchquert das Tal des Luangwa-Flusses und erreicht 6 Monate später das Südende des Tanganyika-Sees. Bequem folgen wir ihm auf guter Asphaltstraße. Unterwegs ergänze ich problemlos unsere Küchenvorräte. Livingston dagegen findet infolge der Sklavenkriege viele Dörfer verlassen vor. Er kann keine Lebensmittel kaufen. Die Kost ist knapp und ich bin ständig hungrig. Als ich meinen Anzug wechsle, bin ich erschrocken über meine außerordentliche Magerkeit. Wir kommen in ein großes Dorf. Zwischen den Hütten blühen schöne Flammenbäume. Die Mangobäume tragen Früchte. Der erste Einwohner begegnet uns sehr skeptisch. Die anderen empfangen uns aber freundlich und voller Neugier. Ein Teil der Frauenarbeit besteht in der Bierbereitung. Das in der Sonne gedörrte Getreide wird zu Mehl zerstoßen, dann gekocht oder gebraut. Schon am frühen Morgen genießen einige Dorfbewohner das Bier aus großen Töpfen. Eine Strohkugel ersetzt den fehlenden Ball. Die Kinder sind noch mit einfachem, selbstgebasteltem Spielzeug fröhlich und zufrieden. Livingston schreibt: Die Schmiede machen mehrere Hacken an einem Tag. Das Metall ist sehr gut. Es stammt vom gelben Hämatit, welcher in diesem Teil des Landes im Überfluss vorhanden ist. Der Blasebalg besteht aus 2 Ziegenfellen mit Stöcken an den Enden. Gleich in der Hütte nebenan wird das vom Schmied hergestellte Werkzeug verwendet. Auf schwieriger, tief sandiger Piste haben wir eine Reifenpanne, verursacht durch den langen, sehr spitzen Stachel einer Akazie. Gelassen beginnt Bernd mit dem Radwechsel. Seine Ruhe ist dahin, als ich einen mächtigen Buschbrand entdecke. Überraschend schnell kommt das Feuer näher. Bernd muss sich beeilen. Geschafft. Ich kann zu keinem Preise Lebensmittel bekommen
und setzte daher über den Luangwa, der hier 70 bis 100 Meter breit sein mag. Angeschwemmtes Land bildet seine Ufer, die mit großen Waldbäumen bewachsen sind. Wild ist reichlich vorhanden, aber scheu. Das Luangwa-Tal ist heute einer der landschaftlich schönsten Nationalparks Sambias. Wir finden einen schattigen Beobachtungsplatz unter einem Leberwurstbaum. Wenn Krokodile Fische ihre natürliche Nahrung in reichlichem Maße bekommen können, greifen sie selten Menschen an. Ist das Wasser aber trübe, sodass sie ihre Beute darin nicht sehen können, dann sind sie sehr gefährlich. Aber nicht für Flusspferde, die leben mit ihnen in friedlicher Koexistenz. Hippobullen untereinander liefern sich dagegen aggressive Rangordnungskämpfe. Sieger ist meist der mit dem größeren Maul. Hier streiten sich zwei ums Revier. Nach Sonnenuntergang hören wir nahe unserer Hütte erst Löwen, dann Hyänen. In Mpulungu erreichen wir das Südende des Tanganyika-Sees. Livingston bietet sich bei seiner Ankunft am See ein ganz ähnliches Panorama. Der Markt ist eine geschäftige Szene. Mit freundschaftlichen Begrüßungen wird nicht viel Zeit verloren. Fischverkäuferinnen laufen umher mit Töpfen voll Schnecken, kleinen Fischen oder anderen Delikatessen. Am Südende des Sees fahren wir zur Nkata Bay. Ich sah niemals ein solches Bild des stillsten Friedens, wie es der See den ganzen Morgen gewährt. Die Bäume tragen Bartflechten, die wie Greisenbärte im Winde wallen. Schwärme von Zikaden singen mit zischendem Chor, der stellenweise dem Geräusch von 50 in lebhafter Tätigkeit befindlicher Bratpfannen gleicht. Vom Tanganyika-See geht Livingston zum Mwiro-See und Monate später zum Banguelo-See, bei welchem er die Quellen des Nils vermutet. Als wir ihm folgen, kommen wir an die Lumangwe-Fälle. Der Kalungwishi-Fluss stürzt 30 Meter tief über eine Felswand. Die Szenerie erinnert an die Victoria-Fälle. Hier sind wir aber völlig allein. Es gibt kein Hotel, keine Touristen, keine Aktionen wie an den Vic Falls.
Das sinnliche Vergnügen, in einem wilden Land zu reisen, ist für mich außerordentlich groß. Man hat das spannende Gefühl von in der Ferne lauernden Gefahren, sei es von Tieren oder von Menschen. Reisen machen die Seele des Menschen zuversichtlicher und stärken sein Vertrauen in die eigene Kraft. Ich komme zum Kalungwishi-Fluss. Er ist etwa 60 Meter breit und fließt rasch über einen steinigen Grund. Selbst jetzt, wo die Regenzeit noch nicht begonnen hat, ist er so tief, dass er nur mit einem Boot überquert werden kann. Der Mero-See scheint mir von ziemlicher Größe zu sein. Er wird im Osten und Westen von Bergketten eingefasst. Grober Sand bildet seine Ufer, die sich allmählich zum Wasser absenken. Die Ufer sind mit einem dichten Gürtel von Tropenpflanzen bewachsen, worin Fischer ihre Hütten bauen. Vom Mero-See aus gelangt Livingston zu der nicht weit entfernten Mothwell-Lagune. Er trifft hier auf den Chief Kasembe und schreibt: Des Häuptlings Residenz ist von einem Rohrzaun umgeben. Den Torweg schmücken 60 Menschenschädel. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Die Besiedlung in dieser fruchtbaren Region ist relativ dicht. Wenn wir Filmaufnahmen machen oder auch nur mit dem Wagen anhalten, sind wir sofort von zahlreichen, stets freundlichen Zuschauern umringt. Als erster Europäer erreicht Livingston im Juli 1868 den Banguelo-See. Auf der Suche nach den Nilquellen ist er inzwischen 2,5 Jahre unterwegs. Ich sehe die Seeufer zum ersten Male, erfreut darüber, glücklich hier angelangt zu sein. Das um den See liegende Ufer ist flach. Der Seeboden ist feiner weißer Sand und breite Schilfränder weisen auf niedriges Wasser hin. Zur Erkundung des Sees unternimmt Livingston eine Bootstour. Er hat dabei den Eindruck, einen der größten Seen Afrikas entdeckt zu haben. Ich kann im Osten eine Insel sehen, sonst ist alles Seefläche nach Süd und Nord. Die Wassermasse in diesem Land ist ungeheuer. Livingston kehrt zum Mero-See zurück, geht dann an der Westseite des Tanganyika-Sees nordwärts, lässt sich über den See setzen und erreicht Utchitchi, wo er vor Beginn der Expedition Vorräte deponieren ließ. Unterwegs wird ihm seine Medikamentenkiste gestohlen, für ihn ein unersetzlicher und auch lebensbedrohender Verlust. Ausgezehrt und von Fieberschüben geschwächt, muss er nach Utchitchi getragen werden. Utchitchi können wir mit dem Rover wegen unpassierbarer Pisten nicht erreichen. Von der Schifffahrt über den Tanganyika wird wegen des Kongo-Krieges abgeraten und die Luftverbindung wurde mangels flugfähiger Maschinen eingestellt. Schließlich gibt es aber einen Zug dorthin. Der fährt von Dar es Salaam 1500 Kilometer weit quer durch Tansania nach Kigoma, welches nahe bei Utchitchi am Tanganyika-See liegt. Livingston, inzwischen 4 Jahre unterwegs, gilt in Europa als verschollen. Viele glauben, er sei ermordet worden. Der Amerikaner James Gordon Bennett, Herausgeber des New York Herald, wittert eine gute Story. Er schickt Mr. Stanley, einen Journalisten, auf die Suche. Stanley startet seine Expedition in Sansibar. Er folgt dann, wie auch jetzt die Bahnstrecke unseres Zuges, direkt der Sklavenroute.
Stanley trifft nach 5 Monaten in Uchichi auf den kranken Livingston. Die sensationellen Zeitungsartikel der Journalisten machen den Forscher und seine Entdeckungen schlagartig weltweit bekannt und berühmt. Endlich, nach 1,5 Tagen und 2 Nächten Bahnfahrt, erreichen wir den Tanganyika-See. Wenig später sind wir in Uchichi. Der freundliche Museumswärter erzählt mir die Livingston-Story. Ein Bild im Museum zeigt das berühmte Zusammentreffen. Das Licht im kleinen Museum ist ungünstig. Bereitwillig schleppen Männer die 2 schweren Figuren für unsere Filmaufnahmen nach draußen. Wir erleben nun noch einmal, wie Stanley auf Livingston trifft und ihn mit den legendären Worten begrüßt: Dr. Livingston, I presume? Uchichi, früher eines der Zentren brutalen arabischen Sklavenhandels, entpuppt sich als kleines, friedliches Hüttendorf. Es liegt schön, direkt am See. Vom Wunsch besessen, die Quellen des Nils zu entdecken, weigert sich Livingston, nach England zurückzukehren. Stanley überlässt ihm deswegen Männer und Material für eine weitere Expedition. Kaum genesen, bricht Livingston zu seiner letzten Entdeckungsreise auf. Er vermutet die Quellen südlich des Banguelo-Sees. Tatsächlich entspringen sie aber, wie wir heute wissen, als Quellen des Kagera-Flusses westlich des Victoria-Sees. Livingston folgt dem Ostufer des Tanganyika-Sees nach Süden, geht dann zum Banguelo-See und in dessen Sumpfgebiete. Um ebenfalls tief in die Banguelo-Sümpfe zu kommen, müssen wir auf der Piste 125 Kilometer fahren. Glücklicherweise ist es zurzeit trocken. Die Sümpfe bieten beim Reisen erhebliche Hindernisse. Ich durchschritt auf einer Strecke von 50 Kilometern 29 Sümpfe, die nur einen Teil der Quellen des Banguelo bilden. Dazwischen gibt es unzählige Wasserläufe. Durch ihre Vereinigung bilden sie Ströme von 30, 80 und 100 Metern Breite. Da sie auf Anhöhen entspringen, sind sie unzweifelhaft die Quellen des Sambesi, Kongo und Nil. Dank der Vorsehung, welche ermöglichte, was ich gefunden habe. Mitten in den Banguelo-Sümpfen erreichen wir das Shobill Island Camp. Wir sind die einzigen Gäste und bekommen ein großes Zelt zugewiesen. Mit einem Gewittersturm kündigt sich die Regenzeit an. Wir verbringen eine unruhige Nacht in der Gewissheit, hier monatelang festzusitzen, wenn die Sümpfe unter Wasser stehen. Fluchtartig verlassen wir die Region. Auch Livingston gerät in die Regenzeit. Ein heftiger Regen fällt nach Dunkelwerden und ich marschiere durch tiefen Schlamm und durchwate mehrere Wasserläufe. Während unsere Tour durch fortgerissene Brücken zunehmend schwieriger wird, muss Livingston durch die Flüsse getragen werden. Er ist erneut schwer krank. Ich versuche zu reiten, muss mich aber niederlegen und sie tragen mich erschöpft nach dem Dorfe.
Mit dem bewusstlosen Livingston erreicht die Expedition Chief Chitambos Dorf am Rande der Bangwelo-Sümpfe. Seine königliche Hoheit Chief Chitambo III. Gewährt uns eine Audienz. Er ist ein Nachfahre des Chitambo, in dessen Dorf man für Livingston eine Hütte baut, in der er am 1. Mai 1873, 7 Jahre nach Beginn seiner letzten großen Expedition, stirbt. Livingstons Herz wird unter einem Baum begraben. An der Stelle steht jetzt ein Obelisk. Begleitet von der üblichen Zuschauerschar finden wir nicht weit davon eine Gedenktafel an dem Platz, an welchem er starb. Seine treuen Diener Susi und Schuma präparieren den Leichnam und schaffen ihn an die Küste. Von einer großen Menschenmenge begleitet, wird Livingston in der Westminster-Abtei in London beigesetzt. Im Verlaufe von 30 Jahren legte er in Afrika zu Fuß mehr als 50.000 Kilometer zurück. Trotz seines Irrtums über den Ursprung der Nilquellen stellen ihn seine Entdeckungen an die Spitze aller Afrika-Forscher des 19. Jahrhunderts. Am Ende unserer Filmaufnahmen fasziniert uns ein spektakuläres Ereignis. Nach Sonnenuntergang tauchen, wenige Kilometer von Livingstons Sterbeort entfernt, unzählige Flughunde am Himmel auf. Nachdem wir 40.000 Kilometer für diesen Film in Afrika zurücklegten, erscheinen sie uns wie Boten des verstorbenen Forschers.